Ravie de vous retrouver. Herzlich willkommen zu Ihren Nachrichten mit Blick auf die ganze Welt. Antiterroreinsatz in Belgien. Sicherheitskräfte durchsuchten in der vergangenen Nacht Dutzende Häuser und Garagen in insgesamt 16 Gemeinden des Landes. 12 Personen wurden festgenommen. Hongkonger Buchhändler wirft China Verschleppung vor. Lam Wing Ki war im letzten Oktober verschwunden und erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die chinesische Regierung. Und wiedererblühte Kulturoasen in Tunesien. Auch ohne öffentliche Mittel gelingt es privaten Initiativen, neue Kulturräume zu schaffen. Laut der belgischen Presse soll der Großeinsatz der vergangenen Nacht auch im Zusammenhang mit der Fußball-EM in Frankreich stehen. Laut der Tageszeitung De Standard sollen einige der Verdächtigen ein Fun-Areal in der Brüsseler Innenstadt im Auge gehabt haben. Marina Mekawi berichtet. Thomas Mayer, der mutmaßliche Mörder der Labour-Politikerin Jo Cox, sagte bei seinem ersten Gerichtstermin diese Worte: Tod den Verrätern. Und wir bleiben auf der britischen Insel. 5 Tage vor dem EU-Referendum sitzt ein Konvoi von 250 Fahrzeugen mit Hilfsgütern in der Hafenstadt Dover fest. Ein Verbund von britischen. In allen Gesellschaftsschichten und Berufsgruppen Großbritanniens wird derzeit über den möglichen Brexit diskutiert. So auch unter den Landwirten. Für sie geht es vor allem um die EU-Agrar. Lam Wing Ki ist ein mutiger Mann. Er ist einer der 5 Buchhändler aus Hongkong, die in den letzten Monaten von den chinesischen Behörden verschleppt und verhört wurden, da sie regierungskritische Literatur anboten. Aber anstatt eingeschüchtert zu schweigen, erhebt Lam Wing Ki nun schwer. Es ist ein später Sieg. 10 Jahre nach dem größten Giftmüllskandal Afrikas sollen nun auch die letzten Opfer entschädigt werden. Das entschied die britische Justiz. Es geht um hochgiftige Abfälle, die das internationale Unternehmen Trafigura 2006 in die Elfenbeinküste brachte und dort völlig ungesichert auf den Müllhalden der Hauptstadt Abidjan entsorgte. Um den öffentlichen Anfeindungen zu entgehen, einigte sich Trafigura außergerichtlich auf die Zahlung von 150 Millionen Euro. Und warum viele dieser Millionen nie bei den Geschädigten ankamen, das erklärt Ihnen Cécile Thuillier. Weitere Meldungen von diesem Samstag jetzt in Kurzform mit Beate Fischer. Bitte. Während man sich im Bundestag streitet, ob Tunesien zum sicheren Herkunftsland erklärt werden kann, haben die Menschen in dem nordafrikanischen Land ganz andere Sorgen. 5 Jahre nachdem sie ihren autokratischen Präsidenten Ben Ali verjagt haben, sind sie mit dem mühsamen Aufbau einer funktionierenden Demokratie und Wirtschaft beschäftigt. Für die Kultur bleiben da nur wenige öffentliche Mittel. Aber dank privater Initiativen werden der Kultur dennoch neue Oasen verschafft. Eine Reportage von Rim Matlutich. Ja, und zum Schluss noch die Erfüllung eines Traumes der Menschheit, nämlich dem über das Wasser zu laufen. Das jüngste Werk des Verpackungskünstlers Christo macht das ab sofort möglich. Floating Piers nennt Christo. Das war's für uns von heute. Danke und bis morgen, wenn Sie morgen. Merci et à demain.